So, ja, wunderschönen guten Abend. Ich begrüße die Zuhörer unserer Ortschaftsratssitzung. Ich begrüße die anwesenden Ortschaftsräte zu unserer vorletzten Sitzung in diesem Jahr. Und wir fangen gleich mit dem Tagesordnungspunkt 0 an. Anfragen an den Ortsbürgermeister und den Ortschaftsrat. Mal Dank sagen für die Mitarbeiter des grünen Bereiches, die Grünanlagen hier in Scherbenhofer pflegen, speziell an der B1 und so weiter entlang und Richtung Boxmühle und alle Nebenwege kann man auch sagen. Was mich ein bisschen ärgert und vielleicht kann man da auch mal nachhelfen, nach schlechtem Wetter, wenn dieser Grünschnittplatz abgefahren wird, dann liegt der halbe Dreck von dem Platz auf der Chaussee und im Besonderen auf dem Radweg, Gehweg und Radweg, der dann dolle verschmutzt ist und auch eine Gefahr darstellt, wenn man mit dem Rad lang fährt. Und da könnte man von Zeit zu Zeit mal irgendwie ein Gerät vorbeifahren, die den Dreck da wegfegen. Ich stelle fest, dass zu der Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde. Hat jemand seine Ladung nicht rechtzeitig erhalten oder die Unterlagen? Wie ich sehe, ist das nicht der Fall. Kommt zum Tagesordnungspunkt 2, zur Feststellung der Tagesordnung. Wer der Tagesordnung in der vorliegenden Form zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Einstimmig. So, die letzten gefassten Beschlüsse von uns wurden im Gemeinderat bestätigt. Es gab noch letztes Mal ein paar Unstimmigkeiten mit dieser sogenannten Zwingersteuer. Also da habe ich mich nochmal genau schlau gemacht, das galt nur für Züchter. Direkt eingetragene Züchter, also auch nicht für Hobbyzüchter, sondern direkt für Züchter. So, wer es gesehen hat, der Zaun am Sportplatz wurde nach 4,5 Jahren fertiggestellt, sage ich mal, die Baumaßnahme. Das alte Tor wurde gerichtet, was damals in der Baumaßnahme beschädigt wurde. Und ich will nicht sagen, aber ich glaube, nach fast 40 Jahren wurde so ein kleiner Zaun, der oben immer fehlt an der Terrasse, also da sind schon die einen oder anderen mal runtergefallen, haben die früher immer die Bierfässer drüber gerollt. Ich denke mal, es sieht wohl auch vernünftig aus, auch mit der Zaunanlage. Das Objekt ist jetzt auch von außen abgeschlossen. So, die Beitragsbescheide für die Straßenbaumaßnahme Ruhlweg wurden verschickt vor 14 Tagen. Wir kommen nochmal, ich hatte das letzte Mal schon angeschnitten, zum neu aufgestellten Leitbild der Gemeinde Möser. Ich möchte, sag ich mal, eventuell bis zur Dezember-Sitzung mal wissen, wer von uns dort in einer Arbeitsgruppe im Ortschaftsrat mitmachen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell Dr. Ritter da nochmal anzusprechen, dass der da vielleicht ein bisschen auch federführend mit ist und vielleicht zwei, drei noch aus dem Ortschaftsrat. Ich finde das auf alle Fälle eine sehr gute Idee. So, das waren die Informationen des Ortsbürgermeisters. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Auswahl der Bestuhlung Trauerhalle. Also ich will nur mal sagen, mein Vorschlag, was ich mir gedacht hatte, so, ja, war diese Variante hier. Also das sind unsere Vorstellungen und mit die Vorstellung, ja, halten wir so fest. So, dann schließen wir den Einrichtungstagespunkt ab und kommen zum Tagespunkt 6, Restvorgabe Ortschaftsratmittel. Wir hatten Mittel für 2014 6.970 Euro. Zuwendung, Auslagen, Maulbeerbaumfest 2.300 Euro. Die Abrechnung vom Maulbeerbaumfest waren 2.671 minus den Spenden von jeweils 550 Euro. Also das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, beim Maulbeerbaumfest sind wir gut in dem Budget geblieben, was wir veranschlagt hatten. So, jedenfalls ist der Restbetrag, der jetzt noch da ist, 2.555,73 €. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7, Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Ortschaftsrates. So, dann bedanke ich mich für die Zusammenarbeit, schließe den öffentlichen Teil der Sitzung, bedanke mich für die rege Beteiligung.